Aber ein Päckchen Dollar und einige Gramm dieses weißen Pulvers gaben mir Sicherheit. Das Einzige, was mir noch bleibt, ist, diese überaus nebulöse Person kennenzulernen. Liborio, was weiß ich wie. Er sah mich immer noch an, mit seinen obsidianen Augen. Undurchdringlich wie eine Olmekenstatue. Ich besitze etwas, was für ihn von größtem Interesse ist und was ich ihm gern persönlich aushändigen möchte. Dann kann ich vielleicht noch in dieser Nacht Ihrem Rat folgen und aus Zacatecas verschwinden. Das wird Sie teuer zu stehen kommen, Signor Giusotti. Giustozzi, bitte. Es geht nicht mehr darum, dass Sie aus Zacatecas verschwinden, sondern in welchem Zustand Sie das tun. Kein noch so verdammter Ausländer kann uns hier ungestraft verarschen. Sagen Sie Liborio, ich will ihn sehen. Ihn persönlich. Ich ging hinaus und fühlte mich wie Clark Gable, aber mit vollen Hosen und kurz vorm Umkippen. Das Erste, was ich auf der Straße sah, war der Kosake, hinter dem Steuer eines grünen Wagens ohne Kennzeichen. Ich ging in Richtung Verwaltungspalast, er sprang aus dem Auto und folgte mir. Ich wusste nicht genau, wohin ich wollte, aber als ich am Hotel Condessa vorbeikam, hatte ich eine Idee. Bilder schienen nicht zu Hause zu sein oder sie nahmen nicht ab. Ich wählte die Nummer des Kalender und ließ mir den Geschäftsführer geben. Licenciado, wenn ich nicht innerhalb der nächsten 2 Stunden im Hotel bin, benachrichtigen Sie bitte die argentinische Botschaft. Aber was ist denn passiert? Ich erkläre es Ihnen später. Das war erledigt. Ich schlenderte zu der Toilette hinter der Bar, in der ich am Abend zuvor mit Ilda gesessen hatte. Sie war jetzt dunkel und starrte vor Dreck. Der Kosake hatte mich beobachtet. Er würde mir folgen. Ich zog die Pistole und postierte mich hinter der Tür. Der Kerl kam ganz fröhlich herein, wie die Katze, die sich eine Maus vornehmen will. Ich trat ihm mit aller Kraft in die Eier. Ohne jede Eleganz und ganz und gar ohne die Fairness der alten Detektivromane. Mit einem Fußtritt ins Gesicht richtete ich ihn wieder auf. Du hast keinen Geld auf mehr. Was wolltest du von mir? Ich spürte eine entsetzliche Befriedigung, wie ich sie in meinem ganzen Leben noch nicht kennengelernt hatte. Wer schickt dich? Sein Mund stand offen und er brachte keinen Laut. Wer schickt, habe ich gefragt. Drecksack! Ich stieß ihm mein Knie und das Kinn. Das Blut rann ihm aus dem Mund. Wer? Ich trat mit meinem Stiefel auf die Hand, mit der er sich auf den Boden stützte und drehte mich langsam auf dem Absatz. Ich spürte, wie ein Knöchelchen brach. Da liefen die Tränen runter und der Rotz aus der Nase und alles vermischte sich mit Blut. Aber auch Feldbefehle. Hör mir gut zu. Du gehst jetzt sofort zu Liborio. Aber ich kenne ihn noch nicht. Lüg mich nicht an, du kennst ihn. Und du gehst zu ihm. Hörst du, du gehst zu ihm und sagst ihm, ich erwarte ihn in einer Stunde im Hotel. Hast du verstanden? Ja, ja. Kommt er nicht, hinterlege ich das Zeug in der Botschaft und bringe die ganze Geschichte in die Zeitung. Kapiert?